ein ganzes Frühstück. Nourishing Feast. Na, mal gucken, was ich noch so bekommen könnte. Sesam Seeds. Blueberry braucht der. Wieder mit Blueberry was. Ein Gossberry Settling. Ob das. Wollen wir den haben? Ich weiß noch gar nicht, was ich da ausgeben möchte. Für was? Oh, hier. Ein ganzes Hamburger-Menü. Komm, wir nehmen uns ein Hamburger-Menü, okay. Ja? Okay. Ein Hamburger mit Pommes. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt für unterwegs. Hoffe, das sättigt auch ordentlich. So. Dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück. Es ist zwar noch dunkel, aber ich weiß ungefähr, ich hoffe noch, dass ich das weiß, erst, wo ich lang muss. Ich glaube, ich bin damals auch hier so lang gegangen. Oder? Ich glaube, wir sind damals hier so lang gegangen. Und dann kam dann so ein Fluss, meine ich. Oder? Nee, wir sind Richtung Bäume gegangen, glaube ich. Wir wollten ja aus der Schneelandschaft, glaube ich, raus damals. Ich hoffe, das ist hier die richtige Seite. Also wenn jetzt hier kein Fluss kommt, dann ist das hier die falsche Stelle. Ich glaube, bin auch so einen Berg hochgegangen, so einen kleinen Hügel wie hier. Ah ja. Doch, das ist das. Und dann sind wir hier rüber, ne? In den Wald da rein. Doch, das sieht sehr danach aus. Aber ich könnte aber auch... Na, ich bin mir nicht sicher. Damals habe ich natürlich keine Fackeln gemacht. Eine Mod? Ich habe hier... wenn du es genau wissen willst, 83 Mods. Das ist hier mit dem Mod-Paket. Live in the Woods. Und das hat ja schon alleine, weiß ich nicht, 60 oder Mods ungefähr. Und dann auch die ein oder andere Mod habe ich auch noch. Aber du kannst dir gerne mal die alten Folgen anschauen, da erkläre ich das auch alles. Und ich habe auch Links, meine ich, zu meinen Folgen immer gemacht, wo du dann auch die Mods, zumindest von Live in the Woods da, den Link habe ich. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, in welche Richtung bin ich damals gegangen. Bin ich hier den Wald... durch, habe ich den durchquert direkt oder bin ich hier außen rum? Ich glaube, ich bin hier rauf, ne, hier durchgegangen. So. Bin mir da echt nicht so sicher. Ich setze hier einfach mal eine Fackel. Naja, mehr als verlaufen kann man sicher nicht. Wie gesagt, das ist hier Live in the Woods Mod Paket drauf. Dann habe ich noch Pam's Harvestcraft, aber das ist ja auch mit dabei bei Life in the Woods, ne? Und dann habe ich... Doch, hier sind wir auch lang, ne? Dann habe ich jedenfalls die neuesten Mods sind Soundcraft und Mystcraft. Mystcraft ist so ein bisschen an das Spiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, Myst. Da konnte man mit einem Buch in eine andere Welt, ein anderes Universum reisen. Und sowas gibt es ja auch. Aber das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber das werde ich sicherlich auch nochmal irgendwann. Ist, wie gesagt, gibt es so viele. Dann habe ich hier noch Fast Lots of Food, die Mod. Au. Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, ich muss mich erst mal orientieren. Wo war ich jetzt weitergelaufen? Ach, hätte ich damals bloß Fackeln gesetzt? Waren wir hier durch diesen Wald gegangen? Ich meine schon, irgendwie sind wir... Sind wir dem... Ne, dem Fluss entlang sind wir nicht. Bin ich hier damals hier runter? Hm. Oh, endlich geht die Sonne auf. Hier sind wir jedenfalls auch nicht lang.
Ich meine, wir sind schon hier so durchgelaufen. An diesen Bäumen vorbei. Hätte ich echt mal Fackeln gesetzt. Oha, guck mal. Wir kriegen schon Hunger. Und ich habe, glaube ich, nicht so wirklich was zu essen. Ah, ich hätte diese Werkbank mal mitnehmen sollen. Na gut, dann essen wir mal jetzt hier. Unser Delighted Meal. Oh, das sollte ja richtig sättigen. Oh ja, das sieht gut aus. Es sind alle Keulen Gold. Ich glaube, das hält erstmal eine Weile vor. Ja, würde mich freuen. Also dann wünsche ich dir jedenfalls trotzdem noch einen schönen Tag. Ansonsten, falls du nicht wiederkommst, ein schönes Wochenende. Und lerne fleißig, ja? Schon mal für die Schule. Dann bist du gut vorbereitet. Und dann, ja, wäre schön, wenn du mal wieder vorbeischaust. Ist immer schön, wenn jemand mit dabei ist, wenn man nicht ganz so alleine ist. Ich glaube, das sieht so aus wie eine... doch hier, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass ich damals eventuell hier lang gegangen bin. Aber das kann auch täuschen. Bin ja nicht mehr der Jüngste. Und da lässt auch mal das Erinnerungsvermögen oder, das, oder die Erinnerung spielt einen gerne mal einen Streich. Aber es könnte gut sein. Das, warte mal, hier ist ein Schaf. Ich will ja eigentlich keine Schafe töten, also keine Tiere generell, aber wir brauchen Wolle und ich habe... oder warte mal, doch, ich habe Eisen. Ich kann sogar eine Schere machen. Ha, siehst du, dann können wir es da doch am Leben lassen, das Schaf. Komm mal her, schnipp, schnapp. Ich weiß gar nicht, ein Bett. Für ein Bett braucht man 3 Wolle, glaube ich. Und 3 Holz. Ja, eine Axt habe ich ja. Dann fällen wir einfach mal hier den Baum. Und dann können wir uns ja wieder eine Werkbank machen. Ich habe gar keinen Platz mehr. Ich muss erst mal gucken, wie ich wieder... ach, weißt du was? Ich lasse den Moosch das mal hier jetzt so. Ich denke mal, irgendwo werden wir bestimmt noch mal wieder ein Dungeon oder so finden. Und dann können wir immer noch dieses abbauen wieder. Guck mal, setzen wir noch Kalk drunter. So. Falls wir doch mal wieder hierher kommen sollen, mache ich das mal hier so eine Kennzeichnung. Oder falls ich jetzt hier im Kreis laufen sollte, dann habe ich hier einen Anhaltspunkt quasi. So, ich wollte mir eine Werkbank mal machen. So. Und dann können wir jetzt auch ein Bett machen. So, nice. Dirt brauchen wir jetzt nicht. Nehmen wir das Holz lieber mit. Okay. Werkbank. Wollen wir die auch mal mitnehmen wieder? Ach man, was tun wir denn mal weg? Was tun wir denn da mal weg? Ah, warte mal. Ich weiß, wie ich Platz schaffe. Warte mal. So. Bauen noch mal die Werkbank auf und dann machen wir uns hier die Brote. Das sollte, da könnten wir 3 Brote rauskriegen. Siehst du, da haben wir schon mal wieder einen Platz. So, die Wolle brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. So, 3-mal Wolle, ja, genau, danke. So, haben wir. Okay. So, jetzt muss ich mal gucken, wie kam jetzt, glaube ich, von hier. Genau, das Wasser. Und dann wollte ich hier irgendwie so längs. Wie gesagt, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wie ich damals gelaufen bin. Also, das kommt mir auch so bekannt vor hier alles. Also, das heißt, also es sieht sowieso alles ziemlich ähnlich. Sieht alles so ziemlich ähnlich aus. Aber ich habe so ein paar Erinnerungslücken. Ich bin mir da echt nicht sicher, welche Richtung ich genau gegangen bin, denn
Ich hoffe ja nochmal, dass ich irgendwie was Markantes... Ja, das ist egal, ja, welche Holle, Wolle und welches Holz. Hauptsache, du hast drei. Genau. Ah, das könnte... Sind wir hier durch? Ich glaube, wir sind... Genau, wir sind auch mal so einen großen See durch, ne? Kann das sein? Ich glaube, mich zu erinnern... Ah, genau, da haben wir... Sind wir zu dem Dorf dahin, glaube ich. Ich glaube, wir sind damals auch zu so ein... Über so einen See, so ein großer See war da. Und dann sind wir zu diesem Dorf. Stimmt, da... Doch, hier waren wir schon. Ah! Alter. Ich finde hier, die sollten sich mal drum kümmern, dass hier nicht solche Löcher sind. In ihrer Umgebung. Genau, das sollte es richtig sein. Also bisher scheint meine Erinnerung noch zu funktionieren. So im Groben und Ganzen. Doch, warte mal. So weit sind wir, glaube ich, gar nicht weg. Weil ich meine, das könnte sogar dieses Dorf sein, was ich einmal wiedergefunden hatte, wo wir so eine Rundreise gemacht haben. Und dann sind wir da, glaube ich, so links vorbei. Genau, siehst du, hier waren wir nämlich schon. Da habe ich nämlich so eine Brücke gebaut. Genau, hier waren wir nämlich auch das zweimal schon. Also jetzt sind wir so das dritte Mal da, wenn ich jetzt richtig bin, wenn das genau das Dorf ist. Also sagt uns das, wir sind nicht so weit mehr weg. Aber das soll noch nichts heißen, weil man kann ja immer noch sich verlaufen. Weil damals habe ich ja eine Karte gehabt, da konnte ich mich ja an der Karte orientieren. Jetzt habe ich keine Karte. So. Wo sind wir damals weitergegangen? Sind wir hier weitergegangen? Könnte gut sein. Ah, da, Dschungel, genau. Dschungel ist auch bei unserem Trautenheim. Aber wenn ich nur wüsste, wo ich... Wo dieser... Ah ja, wenn ich da bei diesen Öldings da gestorben bin, ne? Ich hoffe nur, dass dieser Grabstein da nicht, da direkt... in der Ölquelle ist. Das kann natürlich auch sein. Dann haben wir Pech gehabt. Dann sind die Sachen ja wirklich weg. Ah, ich glaube ja, das wird so sein, ne? Ach du Scheiße. Ich befürchte ja fast. Hab ich noch gar nicht dran gedacht. Vielleicht hätte ich ja doch lieber den alten Spielstand nehmen sollen. Ach Mann. Was machen wir jetzt? Egal. Wir ziehen das jetzt durch. Wir ziehen es jetzt einfach durch. Ich will gar nicht mehr wissen, was ich da alles verloren habe an Sachen. Die werden wir schon irgendwann nochmal wiederbekommen. Ach Mann, das wirft einen aber trotzdem zurück. Ja, wie sind wir damals weitergegangen? Ich weiß, wir sind damals... Wollten wir den Dschungel umrunden? Genau. Das machen wir jetzt einfach mal auch. Ich glaube, dann bin ich nämlich hier so lang. Aber ich werde mal hier Fackel setzen. Nehmen wir jetzt einfach mal Kalk. Das sollte auch fallen. Machen wir hier so eine Markierung in die Landschaft. So. Ja, genau, ja. Aber... Das ist ja nicht, wo ich hin will. Da sind wir ja hergekommen. Das ist ja der Spawnpunkt von der Welt. Und dann bin ich ja damals weitergereist. Jedenfalls suche ich jetzt mal den Grabstein. Und dann bin ich damals, also in der letzten Aufnahme, bin ich auch um den Dschungel herum gelaufen. Und... Da hoch.
Also ich habe keinen neuen Spawn-Point gemacht. Also wenn ich jetzt sterbe ich, also fange ich wieder da an, wo wir eben waren, bei diesem Dorf mit dem Schneebiom. Und da will ich ja nicht hin, das ist ja der Anfang von meinem Let's Play quasi, von dieser Welt. Und damals bin ich ja auch schon weitergereist, um einen guten Platz zu finden für mein Haus. Warte mal, es wird nämlich jetzt gerade dunkel und dann sollten wir lieber schlafen. So, schlafen wir erstmal. Sonst verlaufen wir uns wirklich. So, hier ist so ein... dieser dunkle Wald. Da waren wir in der letzten Aufnahme auch durchgegangen. Wenn das der ist. Den haben wir durchquert. Da sind wir immer weiter am Dschungelbiom vorbeigelaufen. Jedenfalls wollte ich das so. Barberry. Was ist Barberry eigentlich? Jedenfalls muss man aufpassen. Hier gibt es sehr viele giftige Sachen. Also giftige Pflanzen. Oh je? worauf war das bezogen? Ah, genau, da sind wir. Das weiß ich auch noch. Genau, da sind wir hier raus. Und dann haben wir dieses schöne Biom gefunden. Mit den Kirschblüten. Genau, da sind wir auch hier raus. Ja, hier ist auch ein schöner Platz eigentlich, um sich mal ein Haus zu bauen. Ah, okay, wir sind da. Da seht ihr die Todesstelle. Und da hoffe ich... Oh, da mag ich ja fast gar nicht wieder hingehen, weil ich Angst habe, dass ich da wieder sterbe. Also ich darf da nicht zu nah ran. Und wenn wir Glück haben, ist außerhalb der Grabstein. Aber ich glaube, der ist bestimmt ganz unten. Ja, ach nee, oder? Guck mal, da sehen wir... Vielleicht ist da der Grabstein jetzt. Das können, hoffen wir mal. Das ist nämlich die Markierung vom Tod, wo ich gestorben bin. Oh, das wäre so geil. Also, ich hätte überhaupt gar nicht gedacht, dass wir das finden und schon gar nicht so schnell. Aber das heißt noch gar nichts. Also, es kann auch gut sein, dass hier... Ah doch, es ist da. Und nicht in der Quelle. Ich hätte echt gedacht, das wäre in der Quelle. Aber dann... Ah ja, gut, das Spiel speichert ja immer ein bisschen versetzt, ne? Also warte mal, ich muss erstmal mich, warte mal. Ja, gut, dass ich die Truhe jetzt mitgenommen habe. Was ist ein Bukon? Was ist das? Was meinst du? Mit Bukon? Eine Kuh. So, wir setzen jetzt schnell. Ja, oh, ich freue mich ja. Ich habe das, gefunden. Ich hab's gefunden. Sehr geil. Boah, das hätte ich echt gar nicht gedacht, dass ich das echt noch finde. Aber siehst du mal, mein Orientierungssinn, ne? Ohne Kompass, ohne Karte. Einfach nur nach dem Gedächtnis heraus. Ah, ist das nicht geil? Da bin ich ja froh, dass ich damals nicht so weit gelaufen bin. Also, als ich nach einem schönen Platz gesucht habe. So, jetzt tue ich mal hier zuerst die Sachen, auf die ich auch im Notfall noch verzichten kann. Aber wenn ich den Rucksack, wenn der Rucksack nämlich im Grabstein ist, ich habe nämlich zwei Rucksäcke. Da können wir nämlich alles mitnehmen. Aber ich muss jetzt mal davon ausgehen, dass ich, ja, weiß schon, ne? Dass der Rucksack vielleicht gar nicht damit dabei ist. Weil dieser Grabstein hat ja auch nur begrenzt Platz. Also lasse ich mal die Sachen hier, auf die man echt so im Notfall nur verzichten kann. Aber diesen Zauber-Enchantment-Tisch, den will ich gerne mitnehmen. Ah, das, hätte ich natürlich auch noch machen können. Immer die ganzen Bäume. Ja, na, hier Fackeln. Ich weiß nicht, was das hier für ein Getränk ist. Ich will es noch nicht ausprobieren.
Nachher bringt mich das um. Bottle of Enchanting. Vielleicht kann ich damit auch... Ach ja, warte mal. Ich könnte damit vielleicht auch... das weiß ich noch nicht genau. Muss mal gucken, wie man... Vielleicht ist das ja anstelle der Erfahrungspunkte. Ja? Dass man, wenn man nicht gerade keine Erfahrungspunkte hat, dann kann man auch diesen Saft vielleicht sogar benutzen. Ne? Diesen Zaubertrank. Ja, so, okay. Ich tue jetzt erstmal alles hier raus. Ich brauche ja Platz. So, brauchen Platz. Beeil ich mich jetzt mal ein bisschen. Ah, oh, ist das geil. Ich das geil. So. So. Mal gucken, was wir da jetzt in dem Grabstein noch. Fuhr ich die Flasche. So, okay, gucken wir mal. Was wir da finden. Wo ist es? Da, oh, ich dachte, es wäre weg, weil ich den Strahl jetzt nicht mehr gesehen habe. Ja, die beiden Rucksäcke sind da. Alles da. Sogar die Rüstung. Ah, ist das nicht geil. Ah, oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Oh, und dann bin ich ja froh, dass ich doch nicht... Oh, oh, ich sterbe ja schon wieder. Halt schnell raus. Mein Sauerstoff. Ah, ah, puh. Da, die böse Quelle, die böse Ölquelle. Alter, alter, alter. Da bin ich echt froh, dass hier diese Grabsteinmod drauf ist. Guck mal, da haben wir unseren Atlas wieder. Ein zweites Bett, unser altes Bett, besser gesagt. Hier, oh, was ich damals... Oh, guck mal, unsere Eisensachen. Ah, wie geil. Oh, warte mal. Und ich sterbe schon wieder. Man hat hier nicht genug Sauerstoff. Und nochmal nach unten. Ja, das wird ein bisschen dauern. Aber es lohnt sich. Ah, Mann. Bin aufgeregt, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen aufgeregt. Deswegen sieht das aus, dass ich mich gerade nicht konzentriere. Was auch der Fall ist, weil ich auf... Oh, warte mal. Es könnte auch sein, ich habe... Warte mal, wenn ich direkt im Grabstein stehe, ist da vielleicht auch... Nee. Man kann auch, wenn man einen Zaun hätte, ne? Wenn ich einen Zaun hätte, dann... Oh, ist da noch mehr? Alter. Ich hätte gar nicht gedacht, dass man da so viele Sachen... Hä? Ah, Alter. Boah, ich hatte eben das Gefühl gehabt, ich kam nicht mehr hoch. Was planst du als nächstes zu machen? Ja, ich plane... Also, wie gesagt, wenn ich das jetzt alles gefunden habe, dann wird die Reise weitergehen, die damals ja hier unterbrochen worden ist, in der letzten Aufnahme, weil ich hier gestorben bin. Weiter den Dschungel umrunden... Aber ich bin auch dann froh, wenn ich unser trautes Heim wieder finde. Guck mal, die Truhe ist hier. Irgendwie ist das komisch. Manchmal sind die Truhen durchsichtig oder so. So, warte mal. Werkbank. Wo ist die meine... Ah, die habe ich wieder vergessen mitzunehmen, ne? Meine Werkbank. Kann das sein? Oder habe ich... Ach nee, die habe ich hier reingetan schon. Ah, ich bin durcheinander. Ich bin so durcheinander. Entschuldigung. Weißt du, nämlich... Damit das schneller geht, mache ich nämlich jetzt... mal einen Zaun. Wenn man nämlich einen Zaun auf den Boden stellt, dann hat man nämlich ein bisschen Luft. So. Wie war das jetzt? So? So? Ne, da genau andersrum wieder, ne? Ich glaube, da brauche ich mehr Stickies. So. Oder war das nur mit Stickies? Ja, nur mit Stickies. So, es sollte reichen. Wie, Nachricht zurückgezogen, wieso? Warum hast du deine Nachricht wieder zurückgezogen? Hm. Ist doch keine schlimme Nachricht gewesen, was ich als nächstes mache. Achso, du siehst, dass sie wahrscheinlich eh versetzt und deswegen... Naja, egal. So. Guck mal, jetzt haben wir hier Sauerstoff und brauchen jetzt nicht immer nach oben, wenn wir das hier uns alles wiederholen. Boah. Aber ich glaube, diese Grassachen, die brauchen wir eigentlich gar nicht alles hier, ne? Dieses Gemüse. Jetzt kann ich das gar nicht wieder reintun. Ah, egal. So.
Was kann ich denn... Moment. Das kann man nicht wieder zurück in den Grabstein tun, wenn man das einmal rausgenommen hat. Das ist ja traurig. So. So, warte mal. Ich wollte noch mal... Ah, hier ist ja der Rucksack. Da können wir ein paar Sachen wieder in den Rucksack tun. So. Dann den anderen. Können wir da noch was reintun? Nee, das ist auch schon ziemlich voll. Okay, was haben wir denn da noch im Grabstein? Haben wir da noch mal was? Ein Bogen vielleicht? Das... Schere haben wir jetzt und das... Ja gut, dann nehmen wir die Eisen anstatt die Steinspitzhacke. Die habe ich jetzt mal weggeschmissen. Ich glaube, Scheren kann man nicht stacken, ne? Ah, shit. Ein Dark Stackling, das Sparkle Sapling. Können wir das nehmen wir mal mit. So. Ja, dann haben wir alles. Boah, Mann, oh Mann. Und es wird gerade dunkel. Das heißt, wir bauen mal schnell unser Bett auf. Na, schnell, Bett. Hallo. Gute Nacht. Boah, Mann. Wer hätte das gedacht? Ich hätte echt nicht gedacht, wie gesagt, dass wir das nochmal finden werden. Und dann auch so recht schnell. Also... Wow, ich bin ja von mir selbst, sage ich mal, überrascht, dass ich das noch auf Kette gekriegt habe. Ganz ehrlich. So, guck mal, hier ist nämlich unser Atlas. Und ja, ich habe hier das schon ohne, wahrscheinlich schon mit einer gewissen Vorahnung, das ausgewählt. Bei der Kirschblütenschlucht, diesen Totenkopf. Und das ist hier... Warte mal. Wenn ich das jetzt nochmal finde... Also das ist wahrscheinlich hier nicht mit drauf. Weil wir kamen ja... Hier ist ja dieses Dorf. Und der Weltenspawn-Punkt, wo diese Schneebiome, wo das Schneebiom ist, müsste hier irgendwo sein dann, ne? Mit diesem Dungeon. Und hier... Warte mal, wo war das? Unser trautes Heim, ne? Hallo? Ja, hier habe ich da eine Samenbank genannt, weil da gibt es eine Truhe. Da sind ganz, ganz viele Samen drin, also nicht wundern. Wo ist jetzt unser trautes Heim? Da. Und da sind wir doch recht weit weg, ne? Hier ist jedenfalls dieser Dschungel und den wollte ich so umrunden. Also müssen wir jetzt hier so links lang. Und das lassen wir in Ruhe. Diesen bösen... Wie, gute Nacht. Gute Nacht? Ach so, ach ja, Entschuldigung, im Spiel hatten wir ja geschlafen. Ist ja alles ein bisschen zeitversetzt. Ich vergesse. Ich bin halt so ein bisschen aufgeregt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir das je finden werden. Aber das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Ja, da bin ich rein, weil ich zu neugierig war. Und das kann man so nicht irgendwie abbauen. Das will ich jetzt auch gar nicht mehr. Ich lasse das, ich gehe da nie wieder hin. Öl brauchen wir ja noch nicht, aber vielleicht braucht man irgendwann mal Öl, weil ich habe auch... für Leitungen, ne? Für den Mod. Das nennt sich Buildcraft. Also zu Buildcraft müsste das gehören. Da kann man so Leitungen bauen. Das brauchte ich nämlich, weil ich habe ja auch... Oh, hier ist, hört man das Meer ganz schön laut rauschen. Ah, du bist ja in Österreich? Okay, dann dauert es noch länger, ja. Ups. Hier, guck mal, genau, das kann ich dir mal zeigen. Hier, das Menü. Das ist alles durch Mods. Diese ganzen Sachen gibt es. Und das ist halt hier, das zum Beispiel ist diese BC Transport Mod. Genau, die braucht man nämlich für ein gutes Lagersystem. Wie, ne, kann man ja ruhig sagen, wie Gong das auch hat. So in der Art möchte ich das ja auch haben. Ja, und dann habe ich Chisel 2 Mod und so. Man kann hier so viele Sachen machen und ich bin da noch gar nicht, bin noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Und deswegen ist es auch ein gutes Let's Play, was kein Ende hat. Was man, wie gesagt, Stunden über Stunden, über Tage, Wochen, Monate, Jahre sogar spielen kann.